Hallo, wir sind Hedi und Miriam von den Dogspotters und wir sitzen heute hier mit Ann-Caroline Renninger. Ihr Film Der Wind nimmt die mit hatte gestern Weltpremiere. Und der Film nimmt uns mit auf eine Beobachtungsreise zu einem abgelegenen Hof an der Ostsee. Und dort konfrontiert er uns vor allem mit der Vergänglichkeit der Menschheit. Und wir beobachten dabei Interessen und auch Gedanken von Rowan, einem kleinen Jungen und einer älteren Dame, Marie. Und das führt uns auch direkt zur ersten Frage, denn wir haben uns gefragt, was hat dich denn an diesen beiden Personen insbesondere, aber auch an den anderen Protagonisten so begeistert? Also erstmal Marie ist eigentlich Maria, das ist im Katalogtext irgendwie falsch passiert. Oh. Und Rowan ist die Person, der ich als erstes begegnet bin. Und zwar wohnt er auf demselben Hof, wo ich auch lebe. Da sind auch noch 5 andere Familien. Und ich habe Rowan natürlich kennengelernt, als ich da hingezogen bin. Und irgendwie von Anfang an sehr, sehr gemocht. Vor allem seinen sehr unabhängigen Lebensgeist. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, oder die erste Situation, wo ich so aufmerksam wurde, war, als ich mal morgens nach Hause kam, nachdem ich meinen Sohn zum Kindergarten brachte. Und dann sah ich plötzlich so, vor unserem Haus war so ein Erdloch und darauf lagen Bretter. Und irgendwie guckte da so ein kleiner blonder Schopf raus. Und das war Rowan, der gerade aufwachte, der die Nacht in diesem Erdloch verbracht hat und sich zugedeckt hat mit diesen Holzplanken, weil er irgendwie einfach mal den Sternenhimmel angucken wollte oder einfach die Idee hatte, da zu übernachten. Er hatte noch so ein Fell da drin. Und da habe ich nur gedacht, der war 7 zu dem Zeitpunkt, irgendwie wie schafft er das, ne, in dem Alter? Und dann hielt er uns mal kurz vor Weihnachten einen Vortrag über das Universum. Und ihr seht ja in dem Film so Plakate, wo er drauf gezeichnet hat. Und das ist Teil von diesem Vortrag, der mich damals ziemlich umgehauen hat, weil ich zum ersten Mal seit langem mal wieder irgendwie so das Gefühl hatte, da spricht jemand zu mir über was mich wirklich berührt und interessiert und hat einen Blick auf die Welt, der irgendwie was transportiert, worüber wir sonst nicht so viel reden. Wir haben jetzt ja schon ganz viel Positives gehört, aber gab es auch Schwierigkeiten beim Dreh, vor allem mit einem so jungen Protagonisten? Nee, also ich, bei uns gab es nicht so viele Schwierigkeiten, weil meine Freiheit, diesen Film zu machen, war, dass ich niemanden hatte, also ich hatte keine Finanzierung oder ich hatte niemanden, der irgendwas erwartet und ich hatte nicht mal den Druck, dass das ein Film werden muss. Insofern habe ich eigentlich immer nur Zeit mit Rowan verbracht, wenn er irgendwas gemacht hat, was mich interessiert hat und wenn er Lust hatte, dass ich dabei bin und mein kleiner Sohn war auch viel dabei und wir haben eigentlich Zeit zusammen verbracht und vielleicht war die einzige Schwierigkeit, dass ich mich dann irgendwann fragen musste, was wird das für ein Film? Wird das ein Film? Möchte ich das schneiden? Wie geht's weiter? Und da eben kam dann auch Maria ins Spiel. Das war in derselben Zeit, dass ich sie getroffen habe. Also ich bin eigentlich erst auf ihre Steine, die sind in so einem Pavillon aufmerksam geworden. Und dann wollte ich rausfinden, wer dahinter steckt. Und als dann Maria ins Spiel kam und ihr Material sozusagen an einem anderen Punkt im Leben, wo sie steht, da plötzlich machte das Material von Rowan, was ich gedreht hatte, nochmal anders Sinn. Und ich hatte so das Gefühl, die beiden kommunizieren miteinander, ohne sich zu kennen. Und das hat sich dann im Schnittprozess eigentlich so dann bewahrheitet. Okay, also die Verbindung, das klingt sehr schön und ich glaube, dass das in dem Film auch wirklich so rübergekommen ist. Wir haben uns gefragt, ob es vielleicht noch so einen besonderen Moment gab, der einem irgendwie dann in Erinnerung bleibt im Nachhinein. Also ein Moment war mal, als plötzlich es ganz laut klopfte an meiner Tür und Rowan meinte, ich habe 2 Bärtierchen, komm schnell hoch. Und dann musste ich zusammen mit seiner Schwester Maroon, die auch in dem Film ist, schnell hochkommen und konnte durchs Mikroskop gucken. Und für ihn ist das selbstverständlich, weil er vorher schon öfter Bärtierchen gefunden hat, aber dass er mir die in dem Moment für den Film oder für das Projekt so zeigen konnte, war dann natürlich schön. Ach, und es gibt ganz viele Momente, also ja. Das glaube ich. Wir haben uns auch gefragt, kannntest du Bärtierchen vorher schon oder war das jetzt was ganz Neues? Nee, das war tatsächlich sein Kuscheltier als erstes. Also er näht ja im Film sein Bärtierchen, also er wurde richtig zum Fan. Und ich fragte ihn, was hast du dir denn da für ein Kuscheltier gemacht? Und so erzählte er das, wie er dazu gekommen ist, was auch eine eigene super absurde Geschichte ist. Weil er sich ein Bein gebrochen hat, glaube ich. Und dann hat er in der Krankenstation oder da in der Notaufnahme so ein Poster gesehen oder
in einem Heft geblättert. Irgendwie so, es war so ganz zufällig, dass er überhaupt auf Bärtierchen kam. Und dann ja, habe ich sie auch kennengelernt. Okay, das ist schon sehr niedlich. Also im Film ist ja auch das Leben im Hier und Jetzt und vor allem das Hier und Jetzt ein sehr präsentes Thema. Und ist das auch für dich persönlich so ein spezielles Thema? Ja, definitiv. Also die Frage, was wir hier machen und was wir und unsere kleine Existenz im Vergleich zu der großen Geschichte ist eine Frage, die mich schon immer begleitet. Also ich glaube, es geht vielen so, dass es so einen Moment in der Kindheit gibt, wo man zum ersten Mal das checkt, ne? Dass man hier die Erde und hier wir und dann ist da irgendwie so ein Weltall und dann plötzlich kommt man ja automatisch an einen Punkt, wo man sich fragt, was wir hier eigentlich tun oder ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind schon Gedanken, die man sich irgendwie macht. Und bei Rowan kam das ja dann anscheinend sehr zeitig und ihm scheint das so gar keine Angst zu machen. Deswegen haben wir auch überlegt, wie ist es vielleicht bei dir? Also ist das eher ein schönes oder eher ein beängstigendes Gefühl, dass man davon ausgehen kann, dass wir als Menschen im Grunde für das Universum gar nicht wirklich wichtig sind? Ich finde das immer wieder ein befreiendes Gefühl, sich das bewusst zu machen. Also und natürlich damit verbunden auch diese Absurdität, wie wenig Respekt wir als Menschheit gegenüber der Natur zeigen und so weiter. Also ich finde, diese nüchterne Art, wie Rowan daran geht, empfinde ich nicht als beängstigend, sondern eher als befreiend. Ja. Rowan sagt ja im Film, also er redet ja über Steine und sagt dann ja auch zum Beispiel, dass der Wind die mitgenommen hat. Und so kam dann ja auch der Titel zustande. Und was wir uns noch gefragt haben, warum hast du dich für den Titel entschieden? Also er sagt es im Zusammenhang mit den Bärtierchen. Also weil die Bärtierchen, die können halt einfach vom Wind weitergetragen werden und sind so, können nicht frei entscheiden, aber letztendlich werden sie dadurch durch die Welt getragen. Und natürlich, das war dieses Zitat von ihm. Und für mich steht das eigentlich für genau dieses Gefühl, wie wir hier auf der Welt sind oder diese Vorstellung, ne? Also das passt und diese Vergänglichkeit von allem und dass dieser Windhauch, der da drin ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das Poster gesehen habt, da ist auch Rowan drauf und für mich ist das nochmal, also durch diese Farben, auch dieses Mikroskop, diese Petrischale, dass da so eine Frage ist, wenn man von Weitem auf uns guckt, wie wir auf die Bärtierchen oder auf die Sterne, also dass man einfach mal diese Perspektiven wechselt. Und ich glaube, das steckt für mich in diesem Titel. Was hast du denn persönlich von dem Dreh und der ganzen Arbeit mit den beiden mitgenommen? Oh, ich hab ganz, ganz viele Gedanken und Inspirationen von beiden bekommen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und auch, dass sie mich mit so einer Offenheit, dass ich sie so begleiten durfte, dass sie das so genommen haben, wie irgendwas, was ihnen sonst widerfährt. Das fand ich irgendwie total beeindruckend. Okay, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für das Interview. Es war echt total schön und danke, dass du auf jeden Fall mit uns hier warst. Außerdem, wenn ihr gerne noch mehr von uns sehen möchtet, dann könnt ihr gerne auf unserer Website vorbeigucken, doc-spotters.de oder auch auf Insta, dort findet ihr uns unter docspotters.